Hallo, ich bin's, die Sandra Fenzel, ganzheitliche Pferdeexpertin und auch gelernte Fotografin, also QAP, Qualified Austrian Photographer. Und ich möchte euch heute einfach mal einladen, einen kleinen Blick hinter die Kulissen von meinen Pferdefotografie-Workshops zu werfen. Gemeinsam mit Rufino möchte ich euch so ein bisschen zeigen, wie das so abgeht bei mir in den Workshops. Ist immer lustig, wie ich glaube, ist immer lehrreich. Und ja, ich versuche wirklich auch nicht nur technische Fähigkeiten zu vermitteln, sondern auch eben die Interaktion zwischen Zwei- und Vierbeiner ist mir ganz, ganz wichtig, damit auch Fotografen, die sonst nicht so pferderoutiniert sind, Pferd und eben auch vielleicht Mensch zusammen einfach perfekt in Szene setzen lernen. Wichtig ist mir auch, dass man lernt, aus einfachen Settings wirkliche Wow-Bilder zu machen, mit vielleicht Hintergründen, die man gar nicht so, ja, als spannend erstmal empfindet. Aber wenn man die manuellen Einstellungen beherrscht, dann ist es, glaube ich, wirklich für jeden möglich, in ganz einfachen Locations und Settings wirklich atemberaubende Bilder zu machen. Wahnsinnig viel gelernt. Ich kann es jedem empfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut top. Also ich kann jedem versprechen, dass ich ein bisschen mit Fotografie auseinandersetzt, der so ein kleineres Wissen hat, aber vielleicht ein größeres Wissen, dass er extrem viel lernen wird in der Pferdefotografie und in der Quartierfotografie. Man hat sehr viel gelernt. Ich fand es insgesamt sehr gut. Die Models sahen auch gut aus. Also ich habe extrem viel mitgenommen für mich, obwohl ich ja schon länger fotografiere. Ich habe mir nochmal die ganzen Einstellungen vor Augen führen können. Man kann jetzt so ein paar Situationen besser abschätzen. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen und war sehr lustig. Ja, lustig war es. Und auf Facebook würde ich eine glatte 2-Sterne-Bewertung abgeben. Was? Das ist der Running Gag. 5 meint sie, 5. Man hat die Basics nochmal super wiederholt gekriegt, man weiß jetzt selber besser wieder, wo man hinlangen muss, wenn was nicht funktioniert. Ja, und die Settings waren einfach super abwechslungsreich und man hat viel gelernt. Und die Models waren auch toll. Ja, die Models waren der Wahnsinn. Stimmt, die waren echt der Hammer. Thank you.
Wenn du weitere Informationen haben möchtest zu meinen Workshops, freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst an info@sandrafenster.com. Dann schicke ich dir alle Informationen und Ausschreibungen natürlich unverbindlich zu. Und ja, ich freue mich auf dich. Der Rufino auch, der schläft schon mal so ein bisschen vor sich hin. Und bis bald, deine Sandra. Und wie findest du das Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich hab Ach so, du hast nicht bezahlt. Nee, so, ich zieh die Frage zurück.